Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Let's Play, ja, Dark Souls 3. Geht der nach oben? Der geht nach oben. Wir gucken uns mal an, wohin uns dieser Aufzug führt, auch wenn ich mit den 8000 Seelen irgendwie was Sinnvolles hätte tun können. Aber darauf kommt es jetzt nicht an, ja. Sondern nur, um meine Neugier ein bisschen zu befriedigen. Ist da jemand vielleicht zufällig den Aufzug runtergefallen? Das sieht aber sehr geil aus. Das sieht sehr geil aus. Ich habe aber irgendwie so Visionen von einem Bosskampf hier. Okay, das ist diese Brücke. Und das da vorne sieht aus wie ein Asylum Demon oder so ein Scheiß. Ist da vorne dieser Drache gewesen? Da sind auf jeden Fall die Jungs gestorben. Bin ich echt da, wo ich denke, dass ich bin? Sind wir hier bei der untoten Siedlung irgendwo in der Nähe? Ne, ich glaube nicht, ne? Obwohl doch, das müsste die hier sein. Es müsste da hinten weitergehen zur untoten Siedlung. Aber da vorne ist ja nochmal eine Art Asylum Demon. Blutpflege, wahrscheinlich sind die alle dagegen gestorben. Der sieht aber auch sehr gefährlich aus, der Brolege. Wow. Und er spuckt Steine. Das ist ein netter Bro. Es ist wirklich der Asylum Demon. Wow, puh. So, mal Estus tanken. Hat aber auch ein bisschen was dazugelernt. Muss man ihn lassen. Alter, das war Kacke. Von mir. Okay. Okay, das war ein kleiner Texturenglitch oder sowas in der Richtung. Auch schön. Aber ihr wisst ja, wie das jetzt mit mir ist. Ich bin... Oh, unten geht's noch in den tiefen Abgrund. Ich bin jetzt motiviert davon. Und will ihn natürlich entsprechend wegbamschen. Was machst du eigentlich hier? Du liegst da nur. Siehst aus wie Sif oder so. Also sie haben gut was recycelt, das muss man ihnen echt lassen, aber... gefällt mir an sich. Gefällt mir an sich sehr gut sogar. Ich kann mich jetzt nicht beschweren, ne? Kann irgendwie so ziemlich jedes zweite, dritte Wort in diesem Satz durch jetzt ersetzen. Okay, wo liegen meine Seelen bitte? Die liegen da ganz irgendwo verschwurbelt in der Ecke. Okay, Mad Dash auf die Seelen los. Wow. Alter, der kann mit seinem Schwanz zuschlagen. Auch das ist neu? Was? Wow. Alter. Soul of a Stray Demon. Das ist ein Stray Demon gewesen sogar. Cool. Ember. Great Axe. Und noch ein Ember. Ja, nice. Ich glaube, jetzt können wir uns hier nochmal ein bisschen gröber umschauen. Also da hinten geht es nur Richtung Wald raus.
Hier ist nur so ein kaputter Turm. Ich glaube, man könnte hier irgendwie auch drüber springen, aber ich bin mir 100% sicher, dass mich das umbringen wird. Ja, das war sogar ein Boss ohne Boss-Fog. Das ist ja mal was Neues. Sehr cool. Davon ist das. Ist das. An, ja, das ist das Untotending, ne? Das heißt doch, dass der Drache da auch irgendwo liegen müsste. Oder sehe ich das falsch? Okay, hier scheint ein Weg lang zu gehen. Weiß nicht, ob das jetzt so intelligent ist. Das sehen wir aber gleich. Ja, da vorne ist der Drache. Ich wette, der wacht gleich zum Leben. Okay, einmal schon mal voll heilen und den Homeward Bone equippen. Nur um sicher zu gehen. Halt! Ey, nee. Du stirbst noch. Heavy Gem. Ist hier oben noch was? Hier oben ist man quasi von den Typen rausgelassen worden. Von den. Wie heißen die denn? Sind auf jeden Fall irgendwelche Dämonen. Imp-Demons oder so ähnlich. So. Und du bist ein böser, böser Pube. Du auch übrigens. Okay, nochmal den Homeward Bone erneut equippen. Da hinten war ich auf jeden Fall. Da hinten war ich. Uah. Okay, das ist das untote Settlement. Da unten wurschtelt noch eine Crystal Lizard rum. Ja, das dumpfe Gefühl. Da wurschtelt noch eine rum. Das dumpfe Gefühl, dass mich der Drache gleich röstet. Bist du tot? Der ist tot. Ich hab trotzdem Angst gehabt. Dragon Crest Shield, nice. Lauter schnieke Sachen hier. Ach okay, hier geht's wieder zurück nur. Da unten sehe ich schon eins von den Feuern noch brennen. Wir nehmen einfach mal den Homeward Bone direkt zurück. Ich meine, wir haben noch genügend Homeward Bones. Oder Homeward Bonus. Und können dann jetzt erst nochmal leveln. Und zwar, ich würde natürlich gerne mein Life 1 hochsetzen und ich glaube. Oh, ich kann nur ein Level machen. Okay, machen wir erstmal nur einen. Ah, ich weiß Bescheid, ich bin gut. Wir brauchen irgendwas um die 7000 oder so. Soul of a Nameless Soldier, wie bringt die? Zwei. Was? Reicht das oder brauchen wir schon 8? Wir brauchen 8-6. Okay, dann brauchen wir noch eine von den Nameless Soldiern. Bevor ich jetzt irgendwie eine falsche Seele nehme. So. Dann würde ich gerne, wie gesagt, nochmal eins auf Vitality gehen. Damit wir nochmal ein paar schwerere Sachen equippen können. Mein Equipment Load geht dadurch halt hoch, aber irgendwie nicht genug. Das ist für mich immer noch zu wenig. So, dann wollen wir uns nochmal beschäftigen mit der Seele. Und zwar die vom Deacons of the Deep. Soul of the Deacons of the Deep, one of the twisted souls steeped in strength. Used to equip, bla bla, das hatten wir schon. After Aldrich left for the Boreal Valley, Archdeacon Royce remained in the cathedral with the High Priest to keep eternal watch over their master's coffin. Nachdem Aldrich Richtung borealisches Tal gewandert ist, hat der Erzdekan Royce ist der Erzdekan Royce in der Kathedrale geblieben mit den Hohepriestern, um ewige Wacht zu halten über den Sarkophag ihres Meisters.
Dann haben wir noch Soul of a Stray Demon. Achso, ja, doch, hab ich gesagt. The Stray Demon, now lacking even a trace of flame, was once the Gatekeeper of Lothric. Der, ja, Wanderdämon, nun sogar nicht mal mehr den Hauch von einer Flamme in sich tragend, war einst der Torhüter von Lothric. Gut, dann haben wir noch Wolfblood Swordgrass. A leaf signifying a duty fulfilled by the watchdogs of Farron will stand beside the old wolf to ensure the serenity of those at rest. Depicts a swordgrass leaf stained with dried blood. Long ago, the swordgrass leaf quietly identified members of the Undead Legion. In the rotted forests rest the spirits of warriors past. Their acceptance of and gratitude toward their guardians is expressed eloquently by the humble leaf. Ein Blatt, das ja einen Dienst erfüllt, von den Wachhunden von Faron signalisiert, die, nebenbei bemerkt, neben dem alten Wolf stehen, um die, ja, die Heiligkeit dieser zu schützen, die ruhen, zeigt ein Schwertgrasblatt, das mit getrocknetem Blut ja, fermentiert ist. Ihr wisst, was ich meine. Lang ist es her, als das Schwertgrasblatt die ja, Mitglieder der Untoten Legion identifiziert hat. Im verrottenen Wald ruhen die Geister der Krieger der Vergangenheit, deren Akzeptanz von und deren Dankbarkeit an ihre Wächter durch dieses Blatt eben Ausdruck verliehen wird. So, dann haben wir noch, was haben wir noch bekommen? Wir haben noch irgendwie nur ein Dings bekommen. Sage's Coal. Coal used for weapon infusion. The white magic flame produced by this coal was given to the Undead Legion long ago by one of the Crystal Sage Twins. Give to the blacksmith and the shrine to allow the use of gems for crystal blessed and dark infusion. Kohle, die für Waffeninfusion benutzt wird. Die weiße magische Flamme, produziert von dieser Kohle, wurde an die Untote Legion gegeben, ja, wurde vor langer Zeit an die Untote Legion gegeben von einem der kristallweisen Zwillinge. Gib dies dem Schmied im Schrein, um ja, Kristall gereinigt und dunkel Infusion zuzulassen. Dreamcatcher's Ashes, Umbral Ash of one who dreamt of joining the Undead Legion. With this, the Shrine Handmaid will prepare new items. In the end, the Dream Chasers, who wandered aimlessly in the Rotted Forest, found a sense of fulfillment. Das ist die Asche einesjenigen, der davon geträumt hat, der Untoten Legion beizutreten. Am Ende, ja, am Ende sind die Traumjäger, die durch den verrottenen Wald ziellos gewandert sind, haben sie einen Sinn gefunden. Ne, haben sie Fulfillment gefunden, sind vollfüllt worden. Und wir haben noch hier Lightning Spear und Iron Flash haben wir auch noch gekriegt. Pyromancy that internalizes flame, iron flash boosts damage, absorption and resistance, but significantly increases weight. Not advisable for walking in marshlands, perhaps resulting in its obsolescence and the Great Swamp. Das ist eine Pyromancy, die die innere Flamme nutzt. Eisernes Fleisch erhöht die ja, Absorption von Damage und die, den Widerstand, aber erhöht das Gewicht extremst. Wird nicht für das Laufen in Sumpfländern geraten. Vielleicht sogar Obsolescence, ja, in der, ja, sag mal, Dämlichkeit ist zu benutzen im großen Sumpf. Das ist so der Casus Knactus von dem Ding. Miracle allegedly used by Warriors of Sunlight hurls a lightning spear. The spears inflict lightning damage, providing an effective counter to magic or fire. Especially powerful against metal armor and dragons. Ein Wunder, dass, so wird es gesagt, von den Kriegern des Sonnenlichts genutzt wurde, schleudert einen Speer aus Blitzen auf euren Gegner ab.
Die Speere fügen Blitzschaden hinzu, was sie zu einem guten Counter macht gegen Magie oder Feuer. Gerade gegen Metall, Rüstung und Drachen extremst effektiv. So, ich glaube, das war es so grob mit dem, was wir gefunden haben. Wir haben noch das Symbol of Everest, das würde ich gerne noch lesen. Moment. Falscher Knopf. Symbol of Everest. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Wo haben wir es? Da. Symbol of Avarice, head of the avaricious creatures that mimics treasure chests. Can be worn if one so wishes. Increases soul absorption from defeated enemies as well as item discovery, but the curse of the brand also drains HP. The very form of this creature is thought to be a form of brand punishment for sin. Der Kopf der avaricious, ja, greed, Gier, gierig. Man kann es mit gierig übersetzen, es ist aber ein bisschen stärker als Gier. Also, ich weiß nicht, ob es da ein gutes deutsches Wort für gibt, aber es ist eine sehr gierige Kreatur, die Schatztruhen, ja. Man, ich bin gerade ein bisschen raus. Die Schatztruhen nachahmt, so. Kann getragen werden, wenn man es denn so möchte. Erhöht die Seelenabsorption von gefallenen Feinden. Genauso wie die Item Discovery, aber der Fluch der Gezeichneten wird außerdem die HP verringern. Die Form dieser Kreaturen ist, also es wird davon ausgegangen, dass die Form dieser Kreaturen eine Art von Zeichen ist, eine Bestrafung für Sünde. So, wir haben immer noch gut was an Zeit, von daher würde ich mal gucken, dass wir uns mal die Boss-Waffen angucken, die wir mit den Seelen machen können. Aha, that returns soon. Wir bekommen, das hatten wir schon, Deep Soul. Das ist was Neues. Fire Darkened Soul Sediment. Sorcery of Archdeacon Royce and his deacons, said to have been imparted to them by MacDonnell of the Boreal Valley. Fires Dark Soul Drags. Souls, which swell from the deep. Pursue their target, drawn to its life. Das ist ein Zauber vom Erzdekan Royce und seinen Dekanen. Es wird gesagt, dass dieser Zauber an sie gereicht wurde von MacDonnell aus dem borealischen Tal. Feuert dunkle Seelen, ja, Fäden, Schleim oder sowas, also ihr habt es ja gesehen im Bosskampf. Seelen, die aus der Tiefe schwellen, verfolgen ihr Ziel, werden also Richtung Leben gezogen. Dann haben wir noch Boulder Heath, Art of a Stray Demon of Stifled Flame. Spew a boulder from one's mouth. The boulder is heavy, but shatters easily. Die Kunst des Wanderdämons der erloschenen Flamme. Speit einen Fels aus eurem Mund. Der Fels ist schwer, aber er zerbricht sehr leicht. Und noch Cleric's Candlestick, haben wir das schon gehabt? Ja, klingt irgendwie so. Candlestick used as both sword and catalyst used for worship by the deacons of the deep. The deacons, under the guidance of Archdeacon MacDonnell, became both clergymen and sorcerers. Skill guiding light, a candle provides a temporary source of light, which reveals additional guidance. Das ist der Kerzenständer, der als beides Schwert und Zauberstab genutzt werden kann. Wurde benutzt von den Dekanen der Tiefe. Die Dekane unter der Führung von Erzdekan MacDonnell wurden nicht nur Heilige, sondern auch Zauberer. Und die Skill ist halt eben, dass man da eine Flamme draus macht und dass man da eben eine Lichtquelle bekommt. Hollow Slayer Greatsword haben wir aber, glaube ich, gehabt, ne? Soul of the Rot Greatsword haben wir gehabt. Crystal Sage haben wir gehabt. Soul of a Demon hier noch. Demon's Great Axe. This Great Axe, a favorite among demons, contains the strength of fire. The demons burn. The demons born of chaos harbor fire. And yet, they are twisted and malformed, such that they were never meant to be. Skill demonic frame briefly cause flame within to flare and smash it upon earth and foes. Diese Großaxt, ein Liebling unter den Dämonen,
enthält die Stärke von Feuer. Die Dämonen, von Chaos geboren, halten Flammen. Und trotzdem sind sie verformt und ja, es ist halt twisted und malformt, ist beides so verformt. Das eine ein bisschen positiver, das andere ein bisschen negativer. Ja, so dass sie niemals so gedacht waren. Skill ist Demonic Flare, das ist so, ja, Waffe wird Feuer, haut drauf, bum bum, krach bang. Ne? Was haben wir noch? Demon's Fist, noch eine. A demonic fist that burns with fiery essence. Its wielder can release this power through use of its skill. When two-handed, fists are equipped to each hand. Skill Flame Whirlwind. Spin through opponents with abandon, flaming fists outstretched. Using a strong attack while spinning utilizes your movement to slam the ground with both fists. Eine dämonische Faust, die mit einer sehr feurigen Essenz brennt. Sein Nutzer kann die Kraft dieser Flamme durch Skill herausziehen. Wenn diese Waffe in zwei Händen gehalten wird, dann wird jede Faust mit einer equipped. Flame Whirlwind, also Flammenwirbelwind, und prinzipiell haltet ihr eure Fäuste raus und dreht euch wie ein Bekloppter im Kreis. Havel's Ring? Nice! A ring for warriors keen on heavy accoutrements increases maximum equip load. This ring was named after Havel the Rock, the battlefield compatriot of Gwyn, the First Lord. The art of war has been a constant since ages past, and those who would follow in Havel's footsteps are no fewer now than in his own day. Ein Ring für Krieger, die gerne schwere Dinge tragen, erhöht den Maximum Equip Load. Dieser Ring wurde benannt nach Havel dem Fels, der Schlachtfeldfreund von Gwyn, dem ersten Lord. Die Kunst des Krieges Die Kunst des Krieges war eine Konstante schon seit sehr, sehr langer Zeit. Und diejenigen, die in Havels Fußstapfen treten, sind nicht weniger geworden seit seinen Tagen. Havels Ring will ich halt unbedingt haben. Von daher, das Ding bringt 2000. Dann gucken wir mal, das andere Ding müsste 1000 bringen. Und dann nehmen wir mal 3. Ja, passt. Ah. Dann holen wir uns mal den Ring. Treat. Ja, ja. Okay, wenn wir das jetzt equippen, den Ring, dann sind wir schon nur noch auf 43%. Ich kann meinen Bogen, glaube ich, wieder equippen. Ja, das passt genau. Das passt genau. Ich habe jetzt zwar einen Ringslot weniger, aber es passt genau. Nice. Eigentlich müssten wir jetzt noch jede Menge Kram machen. Die Kohle abgeben, die Asche abgeben und so weiter. Das machen wir aber alles in der nächsten Folge. Von daher, macht's gut. Bis dann. Tschüss.